Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. So, wir sollen jetzt nochmal mit Drusilla reden und anscheinend müssen wir dann die Banditen töten, damit sie ihr Holz bekommt. Und da schauen wir doch mal, ob wir das hinbekommen. Ich mache mal das Bildmachgerät an. Servus, Leute. So, und dann schauen wir doch mal. Genau. Der komische Söldner da unten, den machen wir dann später. Und wenn euch die Folge gefällt, Leute, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. In der letzten Folge haben wir übrigens auch unseren Bogen bekommen. Den hatte sie ja repariert. Sind wir jetzt hier richtig? Der ist doch Markus, oder? Oh, nee, wir wollen hier hin. Falsch gerannt. Man muss aufpassen bei der blöden Drusilla, da ist dieser blöde Kopfgeldjäger. Auf den habe ich ehrlich gesagt noch keinen Bock. Weil das ganz knapp ein paar Meter was entfernt. Naja. Ich hoffe, er hat das noch nicht gesehen. So, hier ist er. Reden wir nochmal mit ihr. Die Ladezeiten sind schon ganz schön Und lange. besorgst du mir jetzt mein Holz? Diese verdammten Banditen brauchen eine Abreibung. Jo. Wie abgemacht. Ich löse dein Holzproblem. Na endlich! Markus hat Glück, dich für die Drecksarbeit zu haben. Irgendeine Idee, wo diese Banditen sind? Ich bin keine Spurenleserin, sondern Bognerin. Irgendwo in den Bergen, so viel ist sicher. Vielleicht sind sie in den Holzfällerlagern. Okay. Hier gibt's jede Menge Bäume. Warum brauchst du gerade dieses Holz? Ich arbeite an einem neuartigen Bogen. Er ist flexibler, deshalb hält er länger und man kann weiter schießen. Nur eine sehr spezielle Holzart, die in den Bergen wächst, eignet sich Also dafür. gerade Olivenholz. Ich erledige die Banditen. Ich bitte darum und möglichst schnell, wenn es geht. Ich werde mich um die Banditen kümmern und besorge dir das Holz so schnell ich kann. Hab Geduld. Es dauert nicht lange. Ha, wenn du wüsstest, wie lange Markus mich schon hinhält, würdest du das jetzt nicht sagen. Das Ich habe müssen die etwas für Banditen dich gewesen getan sein, die ich und tust du erledigt etwas habe. für mich. Das war Hol mein ausnahmsweise Holz. einfach. Okay. Was? Ah, ich habe wahrscheinlich schon das eingesammelt. Okay. Sieh an, Markus, große Heldin. Ha, sag nicht, du hast getan, Ging nur worum ich dich schnell. gebeten habe. Ich habe die Banditen aufgespürt und in den Hades geschickt. Dein Holz sollte bald ankommen. Und ich soll mich auf das Wort einer Oh. Söldnerin verlassen? Du solltest den Menschen wirklich mehr vertrauen. Ich sagte, ich erledige das. Und das habe ich. Ich habe dir Holz mitgebracht, damit du arbeiten kannst, bis der Rest ankommt. Bei den So ein Stock. Göttern. Arbeitest du wirklich mit Markus? Er hat noch nie ein Versprechen gehalten. Unglaublich. Ich arbeite vielleicht mit ihm, aber wir sind uns nicht sehr ähnlich. Ich halte mein Wort. Dann nimm das Geld und gib Markus nichts ab. Okay, ich gehe mal. Eine neue Gravur. Ich weiß gar nicht, was es mit den Gravuren auf sich hat. So, jetzt gehen wir erstmal ein bisschen hier hoch, damit wir den Typen nicht in die Arme rennen. Jetzt haben wir eh schon Stufe 5, jetzt können wir eigentlich schon gegen ihn kämpfen. Aber es hieß ja, ich soll mein Inventar aufmachen, weil es bessere Rüstung gibt. Was ist denn hier? Das ist der gleiche Bogen.
Ach so, da können wir es gravieren lassen. Dann hätten wir 4 Jägerschaden. Okay, das lassen wir noch. Ich bin Stufe 5. Ich hatte doch irgendwas mit Stufe 5. Waren das hier Armschienen? Jo, Stufe 5. Dann hauen wir die mal ran. So haben wir noch nichts, glaube ich, oder? Nö. Aber hier, glaube ich, was haben wir denn da? Oh, Stufe 5 Schwert. Oh, 26 SPS mehr. Nehmen wir natürlich. So, dann gehen wir doch mal zum Markus. Genau, gehen wir mal zu ihm hier. Ja, das Bildmarkgerät an, Leute. Jetzt, wie lief es mit Markus? Wie es immer läuft. Ich habe mein Geld nicht bekommen und erledige seine Aufträge. Warum lässt du dich von ihm rumschubsen? Ich schulde ihm noch etwas. Von früher. Oh, hast du dir Drachmen geliehen? Nicht diese Art Schuld. Nur wenige würden eine Ausreißerin aufnehmen, die sie beim Stehlen erwischt haben. Ich war noch ein Kind. Ah, ich bin nur ein Kind und ich sorge ganz gut für mich selbst. Was willst du, Phoebe? Kennst du Kausos? Die Stadt auf der anderen Seite der Insel? Warum? Die Leute dort sind krank. Meine Freundin Kina auch. Sie leiden an einem Brennfieber. Man sagt, es sei ein Fluch und nur die Götter könnten sie retten. Wie gesagt, ich bin keine Göttin. Aber Ikaros... ist ein Vogel. Das heißt nicht, dass du nicht helfen kannst. Ach, na schön. Ich sehe es noch. Okay, haben wir schon wieder Quest, sehr schön. So, Markus. Ah, da bist du ja. Und keinen Augenblick zu früh. Ich habe die Banditen erledigt und der Bogenerin das Holz gebracht. Ich habe keinen Augenblick an dir gezweifelt. Und? Dein Plan? Ja, der Zyklop und ich müssen uns über ein paar Drachmen einig werden. So wie du, meine ungestüme Freundin. Ohne dich hätte ich nichts mit ihm zu tun. Mein Freund. Stimmt. Aber ich schwöre, jetzt wird das Thema erledigt. Wenn er uns weiter seine Schläge auf den Hals hetzt, dann soll gestern sein letzter guter Tag gewesen sein. Also raus mit der Sprache. Was soll ich tun? Schauen wir mal. Was sollen wir tun, meinst du? Ich habe den Plan, du hast die Muskeln. Ich sehe es als gemeinsamen Einsatz. Natürlich tust du das. Denk nach. Was ist dem Zyklopen am teuersten? Seine Männer? Sein Land? Seine Schiffe? Nein, sein Obsidianauge. Komm zur Sache, Markus. Also gut, wir werden es ihm stehlen. Bist du übergeschnappt? Du leihst dir Drachmen von ihm und dann stiehlst du sein Auge? Wenn wir es haben, gewinnen wir. Dann verkaufen wir es und schlagen zwei Fliegen mit einem Obsidianauge. Er sollte stillhalten. Sonst verliert er das zweite auch. Nein, nein. Es muss ohne sein Wissen geschehen. Der Zyklop darf dich nicht sehen. Dann kommt mein neuer Bogen gleich zum Einsatz. Er bewahrt das Auge in seinem Haus auf. Es ist zu wertvoll, um es herumzutragen. Gar nicht dumm. Bis du ihm die Schwachstelle seines Plans zeigst. Warte bis Sonnenuntergang. Schleich rein und bring mir das Auge. Hoffentlich ist es was wert. Weißt du, wie teuer Obsidian auf Kefalenia gehandelt wird? Ich habe noch nie welchen gesehen. Eben.
Und es ist nicht nur Obsidian, es ist mit Gold durchzogen. Gold! Kein Wunder, dass er es für besondere Anlässe aufhebt. Und mit dem Erlös zahlen wir unsere Schulden zurück. Es wird den Großteil begleichen. Ein Weingut ist teuer. Wo lebt der Zyklop? Ich weiß nicht, wo der Zyklop wohnt. Auf der Westseite der Insel. Dort findest du seinen Unterschlupf. Okay. Schön. Aber dann darfst du dieses Mal nicht geizig sein. Geizig? Du verletzt meine Gefühle. Aber das macht dich eben aus. Bring mir das Auge und ich beweise dir das Gegenteil. Und denk dran, keiner darf dich sehen. Verstanden. Wenn du es schaffst, verhinderst du, dass unsere Köpfe als Trophäen des Zyklopen... Ach du Scheiße. Teil vom Palais. Also hier irgendwo. Sein Haus ist im Westen des verfluchten Teils vom Palais, also muss es hier irgendwo sein. Okay, schauen wir mal. Machen wir uns mal hier einen Marker hin. Den werden wir schon finden. Wir schauen mal in der Fähigkeit im Baum. Wir verbessern noch einmal unser Attentat. Gut, das lassen wir erstmal. Und dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Und jetzt zum Auge. Wenn es so wertvoll ist, wie Markus sagt, wird es ein eigenes Podest haben. Ich denke mal, da wird dann eh eine Einblendung kommen für den Vogel. Was ist das überhaupt für eine Queststufe? Sieht man da was? 5. Okay. Unterschlupf, das könnte vielleicht irgendwie eine Höhle sein oder so. Okay, das haben wir es eh schon, oder? Hallo Auge. Alles klar. Ich sehe dich. Ich muss einfach da unbemerkt reinkommen, dass wir hier nicht gesehen werden. Ich glaube, dann ist mit die Quest vorbei. Können wir nochmal speichern? Ja, wir speichern nochmal. Ist jetzt aktuell nur 3. Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig sein. Ich brauche Deckung. Wenn ich leise bin, sollten die Büsche reichen. Okay, wir müssten eigentlich hier reinkommen. Hier ist noch kein Eingang, damit man irgendwie durchs Haus gehen könnte.
Okay, somit haben wir es eh schon. Malaka. Das muss ja ein ganz besonderes Auge sein. Ich darf nicht gesehen werden. Okay, dann haben wir es eh schon erledigt, die Quest. Sehr schön. Boah, das ist ja da unten schon wieder mal hin. Hat er mich gesehen, oder? Okay, komm. Komm her. Alter Schwede. Macht der Schaden. Ich weiß. Nein! Alter! Der war eigentlich gar nicht so schwer. Du musst bloß wissen, wie er geht. Okay, beim nächsten Mal kriegen. Malaka. Wollen wir nochmal probieren? Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Komm, schauen wir einen Down. Gehen wir hier ein bisschen auf die Straße. Und dann können wir. Können wir den besser machen?
Und kann ich den nicht abwehren, den Schlag? Kann ich nicht abwenden, den scheiß Roten da. Oh, als wird's wieder knapp. Ah, den kann ich nicht abwehren. Du kannst nicht gewinnen. Doch. Ah, der hat abgewehrt, Mensch! Alter! Okay, dann gleich nochmal. So schwer ist er eigentlich nicht. Ich muss bloß auf seine Spezialattacke Obacht geben, weil die kann ich nämlich nicht blocken. Ja, wäre so cool, wenn ich den vielleicht gleich von hinten schon mal angreifen könnte, dass ich ihm gleich mal einen Stoß verpasse. Das probieren wir jetzt mal, ob ich ihn anschleichen kann. Und könnte ihm vielleicht gleich ein bisschen Energie wegziehen. Oh, da ist er. Wo ist er da? Unten ist er. Oh, ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Kann ich ihn anlocken? Nee, kann ich nicht. Da stimmt was nicht. Da kommt aber nicht der Himmelhund. Okay, aber haben wir schon gut die Hälfte weggezogen. Jedes Mal. Ist den Auftrag besser abgelehnt, Talos. Arena-Einladung. Krieger. Die Arena von Pevki ist die härteste Arena in der gesamten griechischen Welt. Als letzter... Warte mal, machen wir schnell das Ding. Als letzter lebender Held der Arena suche ihn nun die besten Kämpfer von überall her, damit sie auf der spektakulärsten Bühne um die Ehre des Vergnügens und der Drachmenwillens antreten. Euer Ruf eilt euch voraus. Nur wenige töten so gut und poetisch wie ihr. Bei Interesse sucht mich am Piratencap oder meinen Partner Marion am Kriegergrab von Pevki auf. Skura Held der Arena von Pevki. Schließen. Arena-Einladung. Okay.
Ich sehe genau das gleiche. Ist nichts anders. Aber hier haben wir was Schönes bekommen. Eine Stufe 5 Rüstung. Sehr schön. Giftschaden. Okay, das haben wir jetzt noch nicht geskillt. Irgendwas mit Gift. Können wir eventuell später anlegen. Was ist denn hier? Müsste die Einladung drin sein, oder? Yep. Nördliche Küste von Pevki. Wo ist denn Pevki? Ach du heiliger Bimbam. Missandra. Myros. Pevki, wo soll denn Pevki sein? Alter, es ist viel, es ist groß. Pevki und Achtung, das dauert noch ewig, da brauchen wir noch gar nicht gucken. Das dauert noch ein bisschen, bis wir da hinkommen. Fähigkeiten. Und können wir es mit Stufe 16 machen? Kommen wir weiter in der Geschichte voran, okay? Wir haben einen Fähigkeitspunkt. Na, können wir schon mal richten. Giftschaden. Okay, machen wir das doch. Den legen wir mal auf Viereck. Okay. So. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle aber einen Cut und in der nächsten Folge schauen wir nochmal zu Markus, was uns der jetzt sagt. Das Auge haben wir ja, das Obsidian-Auge. Und mal schauen, was uns der in der nächsten Folge zu erzählen hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr wieder dabei seid. Macht echt Spaß, das Game. Jetzt, glaube ich, haben wir aber schon 4 Stunden, 3 Stunden und sind immer noch eigentlich im Startgebiet. Richtig cool gemacht. Gut, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi.